lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo von mir. Und hallo Raphael. Hallo Raphael. Hallo auch von mir. War jetzt irgendwie doppelt gemoppelt, aber doppelt hält besser. Und ihr habt es ja schon gehört, wir haben ein neues Intro. Wir sagen ganz herzlichen Dank an unseren Haus- und Hofkomponisten. Ich hoffe, wir dürfen ihn jetzt auch so betiteln. danke an auch den Komponisten von Ulysses, Ralf Kurzifer. Danke, Ralf. Und dann machen wir es heute etwas schneller, denn wir haben wenig News. Das Einzige ist, die Sonnenküste soll jetzt erscheinen diesen Monat. Also heute ist der 14.11. Und die soll demnächst rauskommen. Irgendwie im Collectors Club hieß es auch schon hier, könnt ihr noch ganz schnell, ganz kurz vorbestellen und wird dann bald ausgeliefert. Dann, was ich noch erwähnen möchte, ist die aktuellen Sachen für Foundry Virtual Tabletop. Da hauen sie im Moment auch raus. Und sogar Davids Rabenkrieg Nummer 1 ist jetzt da erschienen. Ja, ich habe mir das auch angeschaut und war sehr beeindruckt. Was man da noch draus machen kann, da habe ich fast ein bisschen geärgert, ne, dass ich jetzt, dass alle Testrunden natürlich schon lange gelaufen sind, weil ich hätte das gerne auch mal mit den erweiterten Möglichkeiten ausprobiert. Aber es bietet tatsächlich noch mal einige Möglichkeiten, gerade wenn man online spielt, die man sonst nicht hat. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Im Moment machen wir die Donnerwacht. Donnerwacht-Kampagne und danach wollen wir uns dem Rabenkrieg zuwenden. Und ich bin froh, dass es das dann auch auf Foundry als Foundry-Modul gibt. Im Moment, ich kopiere so die Sachen so teilweise dann in Foundry rein und dann muss man das umformatieren, dann funktioniert das nicht, dann muss man das verknüpfen und das ist eine Heidenarbeit. Deswegen bin ich froh, dass es da jetzt ein Abenteuer schon als Modul gibt und ich freue mich auf weitere. Dann, heute geht's weiter um die die Einführung in die Welt des Schwarzen Auges und heute geht es um die Götter. Wir hatten ja in unseren normalen Folgen schon auch ein bisschen über die ersten Zeitalter, da gab es ja dann schon doch die ersten Götter. Aber wir sprechen jetzt heute über die 12 und jetzt frage ich euch beide, wer ist denn, gibt es einen Hauptgott, gibt es den Gott oder gibt es den obersten Gott, gibt es den Mächtigen, wer ist der Mächtigste, wer ist der oberste Gott? Also die Frage nach, ich würde es differenzieren, die Frage nach dem Mächtigsten, da scheiden sich sowieso die Geister, weil das wahrscheinlich, eindeutig ist es, was Angebetete angeht, also Personen, die Gottheit anbeten und da ist nicht etwa Vraios oder Boron oder Fex vorne, sondern Piraine mit Abstand natürlich, weil alles, was Bauern und Landvolk ist, sieht erstmal Piraine als erstes, aber ob sie davon die Mächtigste ist, ist eine andere Frage. Der Oberste, da könnte ich gleich mal anfangen und dann den Ball zu David rüberspielen, da kommt es ja auch auf die Region an. Also im Mittelreich oder in den eher mittleren, in den meisten Regionen sagt man natürlich, Praios ist der Götterfürst. Aber es gibt auch andere Gegenden, David. Genau. Es gibt gerade im aventurischen Süden viele Menschen, die sagen, nein, es ist nicht Praios, der zwar der göttliche Richter ist und dem natürlich auch ein besonderer Aspekt zu erweisen ist dementsprechend, aber es ist Boron, der eigentlich den Göttern vorsteht, als Herr auch über das Totenreich, das ohnehin viel größer ist als das Reich der Lebenden. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch jetzt einfach mal mit Piraine ein. Piraine, wie spricht man das aus? Auch mal irgendwo Piraen gelesen, dass man das sagt, aber ich sage eigentlich mal Piraine. Aber es gibt Piraine, habe ich auch schon gehört. Also es gab auch noch irgendwann mal was von Ulysses oder wem auch immer, wo das so ausgesprochen wurde, meine ich. Aber von selbigem Projekt habe ich auch nur gehört, deswegen bleibe ich bei Piraine. Oh. Wahrscheinlich gibt es da auch so viele Spielrunden, wie es gibt. So viele Varianten gibt es auch bei der Aussprache von DSA begriffen. Okay. Raphael, du sagtest, Piraine ist die mit den meisten Anhängern. Was oder wer ist Piraine? Wofür ist es ein bisschen männlich? Ist sie weiblich oder eher? Ne? Also, und wofür steht der Gott, die Göttin Piraine? Ich würde vielleicht mal eine Sache vorweg schicken, was generell ist. Und zwar muss man, und das finde ich, hat das Schwarze Auge in der Zwischenzeit eigentlich sehr gut gelöst, muss man so ein bisschen differenzieren aus dem Götterbild, was sich die
Personen in Aventurien da zurechtzimmern, sage ich mal, und wie es vielleicht wirklich ist. Und für einen normalen Aventurier sicherlich auch einfacher, wenn man einen Gott mal als männlich und mal als weiblich eben sieht und sagt, die Peraine ist eine Frau. Ob jetzt eine Gottheit wirklich eine Geschlechtsidentität hat oder nicht, weiß ich nicht, ehrlicherweise, muss man auch nicht wissen, weil genauso wie diese Halbgötter, auf die wir später noch kommen, ist es ja auch immer ein Unterschied zwischen den Erklärungsmöglichkeiten, die sich die normalen Aventurier machen, und das ist, glaube ich, auch eine gute Sache, und was steckt eigentlich wirklich dahinter, und es mag auch aventurische Runden geben, wo der Meister der Meinung ist, Perrine sei eher ein Mann, aber im gängigen Aventurien von den Aventuriern wird sie als Frau oder als weibliche Göttin zumindest wahrgenommen, ist vornehmlich für sowas wie Ackerbau, Landwirtschaft, aber eben auch auf Heilkunst spezialisiert und wird ja immer dann angerufen, wenn der liebe Bauer und die liebe Bäuerin draußen aufs Feld geht, wenn man darum bittet, dass die nächste Ernte gut ausfällt und man vielleicht vor Plagen verschont werden mag. Das sind so die Hauptanwendungsgebiete. Okay, aber dann andersrum. Du sagst, wir würden uns jetzt einfach mal darauf einigen, dass sie weiblich ist. Mhm. Einfach mal so, weil das gängige Bild ist. Mutter Perrine. Mhm. Was ist ihr Wirken in der Welt? Weil in der Welt von DSA ist es ja so, die Götter wirken auch Wunder. Und man, es ist, man weiß, sie sind da, weil sie halt wirklich aktiv in die Welt eingreifen. Wie greift Perrine ein? Wie greifen ihre Geweihten rein? Also in DSA ist es so, die Priester sozusagen der einzelnen Götter nennt man Geweihte, dann gibt es, ich glaube, es fängt mit Akolyt, Geweihter, Hochgeweihter, irgendwie so. Je nach Kirche gibt es genauere Ränge oder auch ist man da allgemeingültiger unterwegs, genau. Ja. Man wird auf jeden Fall geweiht und mit der Weihe empfängt man die sogenannte karmale Energie und mit dieser kann der einzelne Geweihte dann Wunder wirken. So grundsätzlich gesprochen. Also, wie hat Perrine selber in die Welt eingegriffen und wie greifen ihre Priester ein? Naja, erst einmal ist es ja so, dass die Götter höchst selten direkt eingreifen, außer dass sie eben Karma-Energie an ihre Dienerinnen und Diener spenden. Es gibt ein noch nicht ganz so lang zurückliegendes Ereignis, was mir immer so am besten in Erinnerung ist oder wo ich auch viel mit Perrine assoziiere. Das war zur Zeit von der Borbarat-Invasion, insbesondere als es den Staatsstreich in Aranien gab, wo sich das dunkle Oron erschaffen wurde und dort die damalige Anführerin, die Miona, eben versuchte, diese Familie, aus der eigentlich schon immer die Perrine Hochgeweihten kommen, auszulöschen. Und bis auf einen ist ihr das auch gelungen. Und als sie gerade quasi zum großen, ich weiß nicht mehr genau, es war den großen Edelstein, war es, glaube ich, der die Herrschaftsinsignien war, als sie den gerade bergen wollte, um wirklich den Anspruch auf Aranien sicherzustellen, da wurde der tatsächlich verwandelt in einen Apfel, meine ich, ist es. Also das ist wirklich ein Eingreifen Perrines gewesen, wo sie aktiv verhindert hat, dass das dunkle Oron über ganz Aranien herrscht. Das Größte, was mir so bekannt ist, ansonsten natürlich, genau, je nachdem, wen man fragt, immer dann, wenn die Ernte gut ist, hat der auch schon Perrine eingegriffen. Ja, da ist natürlich jetzt die Frage, war das ein natürliches Wetterphänomen oder gibt es sowas in Aventurien gar nicht, weil Perrine die Finger im Spiel hat und im Umkehrschluss, da wo die Ernten schlecht ausfallen, entzieht sie den Bewohnern die Gunst. Also das sind ja auch schon typische Eingriffe. Oder auch Heilungen von Leuten, die eigentlich schon tot sind, wenn sie dann doch noch überleben, dann ist es häufig natürlich Perrines Gunst gewesen. Und ihre Tempel, wie sehen die so aus? Ich habe jetzt keinen großen vor Augen. Also die meisten stehen halt auf dem Land und sind deshalb auch oft mit Ähren und anderem geschmückt, eben so wie ein Erntedankfest, stelle ich mir das zumindest immer vor, in der Kirche, also in der irdischen Kirche. Ich glaube, in Anchopal ist, glaube ich, einer der größten Tempel und natürlich jetzt in Ilsur, wo der Hüter sitzt. Aber ob die jetzt besonders aus, ich weiß es nicht genau. Ja. Hängt sicher auch zusammen, ne, mit der gläubigen Schar, dass eben im Perrine-Glaube Repräsentation und Prunk nicht so im Vordergrund stehen, sodass eben, also wie auch die meisten Anhänger eben einfache Landbevölkerung ist, auch die Tempel eher einfache, also Holz- oder Steingebäude sind und eben in den Dörfern stehen, nicht so sehr in den großen Städten und es eben nur wenige wirklich prächtige Tempel gibt, da wo ja große Wunder geschehen sind oder eben Zentren der Kirche sind. Und es gibt ja bei den 12, jeder der 12 Götter hat ja auch ein Tier, was ihm nahe steht oder was ihr sein
Bote ist, kann man das so sagen? Ein heiliges Tier, ja. Mhm. Ein heiliges Tier, ja. Was ist das heilige Tier von Perrine? Der Storch. Der Storch gilt als, ja, Perrines heiliges Tier. Und auch das Sternbild des Storchs ist im aventurischen Sternenhimmel Perrine zugeordnet. Okay. Wollt ihr noch etwas über Perrine sagen? Oder irgendwas? Ich glaube, wir kommen vielleicht später nochmal drauf zurück. Okay. Aber ansonsten erst einmal aus meiner Sicht. Nee. Okay, dann kommen wir zum nächsten, den wir jetzt schon angesprochen haben. Der Richter der Götter, Praios. Wer ist Praios? Also in dem Fall würde ich sagen, er ist männlich, so wie es ausschaut, weil er der Richter ist und nicht die Richterin. Dementsprechend, wer ist er? Was macht er? Was tut er? Was will er? Ja, Praios ist insofern schon mal ganz wichtig für die Aventurier, weil man eben sagt, die Sonne, also die Praios-Scheibe, wie sie auch genannt wird, die dafür sorgt, dass es eben jeden Morgen hell wird und auch den Tag über bis zum Abend hell bleibt, ist ja quasi das Schild des Praios oder auch sein flammendes Auge und ein sichtbares Zeichen, dass er über die Menschen wacht und alles im Auge hat. Und das zeigt sich oder wird auch insofern so verstanden, dass eben das Licht der Praios-Scheibe oder der Sonne eben gefährliche und böse Kreaturen schwächt oder sogar vernichtet. Also Untote zum Beispiel oder Vampire können nicht im direkten Licht der Praios-Scheibe bestehen. Auch bestimmte Dämonen, manche Formen von Magie werden dadurch geschwächt, sodass man sagt, ja, Praios ist eben auch der Wächter, er sorgt für die Ordnung. Er steht Magie und chaotischen Dingen sehr kritisch gegenüber. Seine Anhänger sind eben oft auch sehr ja, orientiert an Regeln und Gesetzen. Und da es eben auch heißt, Praios ist der Fürst der Götter und auch der Gott der Fürsten, hat er auch beim Adel in vielen Regionen, vor allem in Regionen des Mittelreichs, einen wichtigen Stellenwert. Mhm. Und seine Priester oder auch er, wie wirkt er? Also wirkt er öfters als Perrine? Auch in Aventurien hinein? Na, also keiner von den Göttern drängt sich da auf, weil er es ja auch nicht darf, aber ich denke da, ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht sogar schon hatten in den anderen Runden, aber durch dieses Mysterium von K sind die Götter ja daran gebunden, dass sie nicht wirklich eingreifen. Das ist ja, Praios ist einer der vier, die angeblich bei der zweiten Dämonenschlacht eingegriffen haben, ob sie jetzt selbst da waren oder einen Sendboten geschickt haben, das da gab es, glaube ich, auch unterschiedliche Quellen in der Zeit. Früher war mal die Rede davon, dass die vier selber eingegriffen haben, aber in heutigen Quellen liest man eher von Sendboten von ihnen. Aber genau das ist sicherlich eines seiner größten Verdienste, sage ich mal, den man da hatte. Und er hat natürlich lange Zeit noch einen sehr mächtigen, eine mächtige Person auf Dere wandeln gehabt, seinen obersten Herold, den Greifen, war der genannt. Das war eine Person, die auch ja, sehr, sehr lange gelebt hat und über sehr hohe Macht verfügt hat, die aber, ich glaube, auch seit einiger Zeit ihr Schicksal erreicht hat. Ich meine, der bin mir jetzt aber gar nicht ganz sicher. Aber zumindest, er wirkt einfach sicherlich, sag mal, deutlicher, als es Perrine ist, wie sich das für so einen Gott des Lichtes auch gehört. Das sind eher auffällige Sachen, ne? Auch so ein Blendstrahl, den vielleicht ein Priester macht vom Himmel oder so etwas, das ist sicherlich eher der effektheischendere Gott im Vergleich zu Perrine. Aber was bei Praios sehr spannend ist, dass er auch, also Praios wird nicht immer von seinen Leuten richtig verstanden. Es gibt ja auch mit dem Bandstrahlorden einen Laienorden, die auch eine wechselhafte Zeit in Aventurien hinter sich haben und die oftmals das auch falsch verstehen, weil wie David vorhin ausführte, Praios steht Magie erst einmal skeptisch gegenüber, aber es gibt genügend Praios-Diener, die beispielsweise sagen, ja, Weißmagier, wenn die sich im Rahmen der Regeln bewegen, ist alles gut. Und es gibt eben welche, die sagen, alles Magie ist blöd und deswegen Praios will es so, aber das ist eher eine menschliche Interpretation dessen, denn die meisten oder zumindest die gemäßigten Praioten sehen ja schon so, wenn sich Magie den Regeln der Ordnung unterwirft, ist es auch in Ordnung. Mhm. Und die Priester sind dann also eher, wie kann man sagen? Stolz und arrogant. Stolz und arrogant, genau. Ja, wie ich schon sagte, es ist halt der Götterfürst, die Priester. Mhm. Haben alle ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, behaupte ich mal, freundlich zu formulieren, ja. Und auch in ihrer Art, wie sie auftreten, also in dem
der Art, wie sie gekleidet sind und ja, wie sie repräsentieren, sind sie eben ein ganz anderer Blickfang als ein einfacher Pereinediener vom Lande. Die Kleidung der Geweihten des Pfarrers ist weiß und rot und gold, und das sind einfach Farben, die natürlich in einer ja, pseudo-mittelalterlichen Gesellschaft viel mehr hervorstechen als eben der in der Regel grün gekleidete Pereinediener. Mal Praius ja auch die Heimlichkeit verachtet tatsächlich, also Praius Geweihte und das Spielerhelden gibt es schon, aber sind auch nicht immer ganz so häufig, denn eine Undercover-Mission mit einem Praius Geweihten, mag sie noch so gut motiviert sein, im besten Fall wird es wohl eine Bußqueste für ihn nach sich ziehen, wenn er sich der angeschlossen hat, denn das geziemt sich nicht für einen Geweihten, einen schwarzen Umhang überzuwerfen oder was auch immer zu tun oder sich im schlimmsten Fall gar als andere auszugeben, ja. Und es gab doch mal, da werden wir auch sicherlich nochmal drauf kommen, aber es gab doch mal die sogenannten Priesterkaiser, das sind auch Praius gewesen, oder? Waren das nicht Praioten, die denn das Bornland... Genau, das war eine aus heutiger Sicht eher dunklere Zeit des Mittelreiches, als die Priesterschaft des Praios auch eben die Kaiserwürde ausübte. Seither ist das eben nicht mehr möglich, auch explizit. Aber die Zeit hat es gegeben, und es war auch mehr ein Terrorregime. Also jetzt nicht nur die ganze Zeit, aber da wurden schon sehr viele, die anders glaubten, verfolgt, wurden Rondra-Orden ausgelöscht. Und ja, das war kein Ruhmesblatt der Praioskirche. Okay. Ist das ein bisschen damit verknüpft, dass diese ja, Trennung von kirchlicher und weltlicher Herrschaft in Aventurien auch erst zu einem gewissen Zeitpunkt eingetreten ist, dass eben die alten bosporanischen Kaiser auch das vereint haben, also diese beiden Zepter des Heliodan und Lichtboten und des weltlichen Horas-Kaisertums, und das wurde dann eben durch, ja, also durch quasi die erste, Moment, jetzt komme ich auch gerade ins Schwimmen, durch die zweite Dämonenschlacht, ne, wurde es genau getrennt, ja, durch Raul. Also quasi der erste Kaiser des Mittelreichs hat das quasi aufgespalten und hat quasi einen dafür gesorgt, dass die Kaiserkrone, die weltliche Herrschaft eben nicht mehr verbunden ist mit der kirchlichen Herrschaft. Und in der Zeit der Priesterkaiser ist im Grunde ein Rückschritt so ein bisschen in diese Zeit, dass das wieder vereint wurde, was eigentlich getrennt. Es ist ja auch der aventurische Kalender, ist ja auch nicht Januar, Februar, März, April und so weiter, sondern es hat ja jeder Gott, jeder der Zwölf, einen Monat. Und Praios, welchen Monat hat der? Wie es sich für einen Götterfürsten gehört, hat er den ersten Monat. Der einzige Stolperstein, den man dann hat im Vergleich zum irdischen, ist tatsächlich das Praios. Er ist auch der Sonnengott. Der Monat ist der irdisch, dem Juli eher entspricht. Also es ist Hochsommer. Das Jahr fängt im Hochsommer an in Aventurien. Ah ja. Gut, dann kommen wir von dem Götterfürsten, sage ich mal, zu einer kämpfenden, die Leuen, Rondra. Wer ist Rondra und was macht sie aus? Ich habe ja schon gesagt, kämpfen. Genau, sie ist die Göttin, ja, des Kampfes, kann man so sagen. Jetzt muss ich mal sehr gut aufpassen, wer hier den Podcast hört, weil es natürlich eine sehr schwierige Sache bei Rondra auch ist. Sie ist nämlich auch definitiv nicht, und das hat es früher manchmal alte Setzungen gegeben, sie ist definitiv keine Kriegsgöttin in dem Sinne. Also Rondra steht für Kampf, für Ehrenhaftigkeit insbesondere. Ritter, sofern sie nicht eben sich mal eher auf der Adelsschiene bewegen und sagen, Praius ist das meine, wie es vielleicht in den Nordmarken der Fall ist, werden so klassische Ritter wie in Weiden oder in Greifenfurt, ja, das ist auch ein bisschen stärker, aber so die klassischen Ritter würden eher sagen, Rondra ist die Göttin, der ich mich hingezogen fühle. Also immer dann, wenn es wirklich um echt ehrenhaftes Verhalten, um den Zweikampf geht, nicht um Schlachten von Tausenden, das ist nicht so Rondras Metier, sondern wirklich dieser echte ehrenhafte Kampf. Sie ist die Göttin der Ehre und sicherlich natürlich die talentierteste Kämpferin unter den 12 Göttern, und auch viele der bekanntesten Krieger und Kämpfer schwören auf Rondra an der Stelle, muss man so sagen. Sehr wichtig ist eben, diese Ehrenhaftigkeit ist für manche auch schwer zu verstehen, oder dass man auch gerade sagt, verspielt sie da nicht so viel, aber ein Rondra-Geweihter oder ein Krieger, der was auf sich hält, wird auch nicht eben jemanden von hinten angreifen oder wenn er die Waffe verloren hat, die Chance nutzen, sondern dann eher abwarten, und mit schmutzigen Tricks kämpft Rondra oder auch ihre Anhänger schon mal gar nicht. Also deswegen keine Kriegsgöttin, aber die kämpfende Göttin und insbesondere der Schild aller
ja, alle Aventurier, die an die Zwölfe glauben. Es ist tatsächlich so, dass auch die Rondra-Orden, mit wenigen Ausnahmen, die es noch gibt, anderer Götter, aber eigentlich die Rondra-Orden auch dafür da sind, die anderen Kirchen mitzuschützen. Weil Rondra sagt, das ist meine Aufgabe, das ist die Aufgabe meiner Leute, dass wir über meine Geschwister und deren Diener Wache halten, sozusagen. Mhm. Und weil sie so eine wilde Kämpferin ist, ist sie auch zuständig nach aventurischem Verständnis für Sturm und Gewitter und Blitz. Man sagt eben, wenn das Gewitter so richtig heftig, dann reitet ja Rondra durch die Wolken, ganz, ganz gegenständlich auch in der Vorstellung der Aventurier. Und eben ja auch das Unwetter. Mhm. Rondra ist ja auch, glaube ich, die oberste Heerführerin, ne? So wie ich das gelesen habe. Und ihr Tier ist der Löwe, beziehungsweise die brüllende Löwin. Genau. Gut, dann können wir sagen, die Rondra-Tempel sind aber auch oft schwer befestigt. Genau. Wie sich es halt für den, der versucht, die anderen zu verteidigen, auch ziemt. Und die kirchlichen Ränge erinnern auch hier sehr stark ans Militärische. Mhm. Übrigens, Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, was die Rondra-Tempel angeht, das hat ja auch eine Besonderheit. Ja, die sind in der Regel sehr gut befestigt auch, aber Rondra hat derzeit keinen Haupttempel. Denn die Rondra selbst hat dem letzten Haupttempel von Pericum gewissermaßen die Gunst entzogen vor wenigen Jahren erst. Da darf man sicherlich auch gespannt sein, wie das weitergeht, denn das wird sich die Kirche auch nicht auf Dauer leisten können und da wird noch sicherlich einiges passieren. Wie hat sie denn das gemacht? Hat einen Brief geschickt? Per E-Mail, nein. Also tatsächlich, ich weiß nicht, wie wer sie hier spoilern wollen. Also es gibt halt da einen längeren Kampagnenband mit dem Schattenmarschall, wo das auch drin beschrieben ist. Da ist Pericum sehr detailliert beschrieben. Da ist auch das alte Schwert der Schwerter, Eila von Schattengrund, die da eine große Rolle spielt. Ich würde es hier mal nicht spoilern, sondern vielleicht müssen wir an anderer Stelle machen oder ein bisschen Eigenwerbung machen. Im Schattenmarsch habe ich ja durchaus mitgeschrieben auch. Also deswegen, ich weiß nicht, ob der Band noch erhältlich ist, wahrscheinlich nicht. Ich gehe auch deshalb sehr stark davon aus, dass das alles nochmal aufgegriffen wird. Und dann können wir ja zu gegebener Zeit hier drüber podcasten. Okay. Schwerter ist dann der oberste Priester. Genau. Derzeit eine Priesterin. Genau. Die Päpstin der Rondra-Kirche sozusagen. Gewissermaßen, nur eben mit dem Unterschied, anders als man sich so ein bisschen vielleicht den greisen Papst vorstellt, führt das Schwert der Schwerter ja auch genau die Waffe noch in der Hand und steht im Zweifel auch in erster Reihe, wenn es ernst wird. Ja, das sind auch oft ältere Leute gewesen, aber die dann, ich meine, es gibt nicht viel Erfüllenderes, wenn man es mal überspitzt sagt, sicherlich für ein Schwert der Schwerter, als mit der Waffe in der Hand zu sterben. Das kommt durchaus vor in der Rondra-Kirche, ja. Also, einer von Schattengründen, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, hat eine ähnliche Situation erlebt, ja. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Monat, den dritten Monat. Und zwar der Herr der Meere, Effert. Wer ist Effert? Ich würde sagen, in der Darstellung ähnelt er sehr stark auch so klassisch den griechischen und römischen Meeresgöttern. Mit Dreizack ist er unterwegs, eine Naturgewalt, der Sturm nicht in der Luft, aber der Sturm im Meer. Und Effert ist wie das Meer sehr, sehr launenhaft, sehr wankelmütig auch in seiner Stimmung. Er ist auch für das Wasser im Ganzen zuständig, also auch für den Regen und damit auch für, auch an Land gibt es eben jene, die ihn verehren oder die um seine Gunst bitten, eben wenn der Regen ausbleibt. Vor allem aber wird er verehrt unter den Seeleuten und Fischern oder Matrosen. Auch von den Bewohnern von Küstenorten und ja denen, die auch ja mit und von dem Meer leben. Zum Beispiel in Nostria auch die Deichbauer, spielt Effert auch eine ganz wichtige Rolle, weil man eben ihn einerseits verehrt, andererseits immer wieder bemüht ist, ihn zu besänftigen, damit eben der Sturm nicht über den Deich schwappt. Und weiß nicht, Raphael, vielleicht kannst du noch was. Ein, zwei Kleinigkeiten ergänzen. Also einmal ist es tatsächlich so, wenn wir zum Thema, wie greifen die Götter eigentlich ein, ist Effert sicherlich einer von denen, die dem man am meisten zuschreibt, dass sie eingegriffen haben. Es gab die große Sturmflut vor Havena vor einigen hundert Jahren, wo ja heute noch große Teile der Stadt, der alten Stadt damals überschwemmt sind. Vor nicht ganz so vielen Jahren, aber zu Beginn der DSA-Zeit gab es mit den Kanälen von Grangor war es, glaube ich, ein Abenteuer, wo ja eigentlich auch Effert dann
irgendwann eingegriffen hat, dann aber ein bisschen Verwicklungen noch gab. Also so Sturmfluten, die immer mal wieder die Küsten treffen, dann heißt es eben, Efferts Zorn hat es getroffen. Und tatsächlich zum Launenhaften kann man nur sagen, gerade als Meister oder als Spieler ist es, finde ich, immer so einen Besuch im Effert-Tempel sehr interessant, weil die Effert-Geweihten nun wirklich nicht das typische Bild von anderen Geweihten abgeben. Also abgesehen davon, dass sie wirklich, dadurch, dass sie so wasserorientiert sind, was mir persönlich immer ein bisschen schwerfällt zu glauben, aber sie mögen ja überhaupt kein Feuer. Also es ist nicht nur in den Effa-Tempeln kein Feuer drin, sondern sie essen in der Regel auch nichts, was über Feuer zubereitet wurde, was schon gehörig einschränkt, gerade wenn man Fisch ansonsten essen möchte. Es ist aber auch so, weil sie Priester auch so launenhaft wie ihr Gott sind, gibt es dort auch oftmals laute Streitgespräche, auch über, also dass durchaus auch einfache Priester, die Hochgeweihten, einfach mal anbrüllen, wie ein Sturm über das Meer kommt und danach aber ähnlich kleinlaut wieder sind, wenn die Flut sich zurückzieht. Also deswegen ist das auch immer ein schöner Ort, finde ich, eigentlich mit etwas unkonventionellere Gespräche zu erleben. Und wie beleuchten die dann ihre Tempel? Ja, die haben sogenannte Gwen-Petrylsteine, das sind Leuchtsteine, die Tempel beleuchten und die tatsächlich auch der Effertkirche zustehen. Ja, also auch wenn man einen Gwen-Petrylstein findet, darf man ihn eigentlich nicht behalten, sondern sollte ihn der Kirche abgeben. Im Umkehrschluss gibt es manche natürlich auch, die vielleicht einen solchen Stein als Belohnung für eine Queste von der Effertkirche bekommen haben. Und diese so leicht bläulich schimmernden Steine sorgen eben für Licht in den Tempeln. Aber ist es dann in den Tempeln nicht immer ziemlich kalt? Ja, und nass oft. Ja. Also ich meine, die müssten doch dann alle ständig eine Erkältung haben, oder? Und ständig durchgeweichte Klamotten. Die sind bestimmt abgehärtet. Genau. Wahrscheinlich müssen eher die Gläubigen wahrscheinlich eher schnupfen oder so. Die Priester sind ja nichts anderes gewohnt. Okay, da müssen wir, glaube ich, mal nach. Also das würde mich mal wirklich interessieren, wie das Leben eines Effert-Priesters. Ist der nur rohen Fisch? Algen schmecken auch gut. Lecker. Ja, oder er isst nur Sushi. Ja. Obwohl, den Reis muss man kochen. Ja, man muss immer gucken, wie man das auslegt. Ja, also ich habe ja ehrlicherweise auch früher in Rollenspielrunden, Live-Runden, Effert-Priester gespielt. Man kann es natürlich immer sehr extrem spielen, die wird es geben. Andererseits wäre es genauso verwerflich, wenn jetzt ein Travia-Priester eine Mahlzeit zubereitet und sie seinen Gästen serviert und der Effert-Priester dann ablehnt. Wäre auch sehr unhöflich zumindest. Also man kann natürlich auch sagen, es gibt ja, ne, also deswegen muss man wissen, es gibt moderatere und es gibt natürlich auch genau diese Hardliner, die dann wirklich nur Sushi essen und weiß ich was, trockene Beeren oder sowas. Ja, die gibt es sicherlich auch. Okay. Da eine kleine Anekdote aus dem KRK, dem ersten KRK. Ich spiele da einen Zwerg und wir mussten in eine Unterwasserhöhle. Alle wollten schwimmen. Ich hatte jetzt ein gewisses Problem als Zwerg schwimmen. Wir haben dann ein altes Bierfass genommen, haben das praktisch versiegelt. Und die haben, wir hatten auch einen Effert-Geweihten bei und die haben mich da praktisch unten drunter praktisch mitgenommen. Mussten uns beeilen, weil halt nicht unendlich Luft drin war. Auf der anderen Seite rausgekommen hat dann der Effert-Geweihte ein kamales Wunder gewirkt und mein Zwerg konnte über Wasser gehen und wurde praktisch nicht nass und konnte dann übers Wasser einen Sturmangriff auf die verdutzten Schergen machen. War sehr toll. Ja, das glaub seitdem hat er auch seitdem hat er auch einen Gwen-Petrylstein mit Zertifikat, dass er es tragen darf. Ah ja. Eine Gelegenheit, die hat man nicht so oft. Ja. Sturmangriff auf dem Wasser. Ja, es war sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, was ist das Tier, das heilige Tier, der es Effert? Ja, für Effert ist es der Delfin. Ja, muss man auch nicht viel zu sagen. Ein guter Freund des Menschen, sagt man ja auch im Irdischen. Und tatsächlich ist das auch das Auftauchen von Delfinen, wird oft als gutes Zeichen auf der See gedeutet. Und das gibt Seefahrer neuen Mut. Und ja, das ist Efferts heiliges Tier. Okay. Dann kommen wir zu einem anderen Halbwassertier. Und zwar der Gans und die Gans. Und die Gans ist das heilige Tier der Travia. Wer ist Travia?
Ja, Travia ist die Göttin, die ja die am ehesten, also genau, ich hatte gerade schon angesprochen, ne, auf Speisen angeht, aber so die gute Mutter, jetzt mal gesagt, unter den Göttern auch, also die für das Heim steht, die auch der Travia-Bund ist das aventurische Wort für die Ehe, also die für Treue steht und die so, ja, so die gute Seele unter den Göttern vielleicht auch ist. Ja, hat eine sehr hohe Anhängerschaft im ehemaligen Dapazien im Mittelreich, ist ansonsten auch, ja, natürlich, gerade bei konservativeren Leuten sehr beliebt. Im Horasreich wird sie eher nicht so verehrt, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Laissez-faire-Gedanken bisweilen hegt. Denn Travia ist wirklich so diese typisch gute Familienmutter, die man sich so vorstellt. Ja, und bei Travia ist auch das Besondere, dass die Tempel, ich glaube sogar ausschließlich, sofern nicht irgendwie Todesfälle dagegen stehen oder sowas, von einem Paar geleitet werden. Also dass es immer da ein Paar gibt, was im Tempel vorsteht, eine Gewaltherrin und ein Gewaltherr. Die ja das gemeinsam machen, weil nur in der Ehe, also in der Gemeinsamkeit ist man halt stark. Das ist so ein bisschen auch die Intention. Ja. Sie ist ja auch der vierte Monat. Wir sind ein bisschen gesprungen am Anfang, aber ja, jetzt sind wir richtig. Okay, habt ihr noch was zu Travia? Was machen ihre Geweihten? Sie verheiraten Leute. Ja, ich glaube auch tatsächlich, ne, Travia-Geweihte sind nicht so die ganz weit verbreiteten Spielercharaktere. Also Rontra-Geweihte sind häufig, Fex-Geweihte sicher auch und Praus-Geweihte trifft man schon auch mal als Spielercharaktere. Aber Travia-Geweihte sind, glaube ich, werden eher selten gewählt, weil sie eben eigentlich auch nicht die klassischen reisenden Abenteurer sind. Ne? Die sind ja oft eben, also allein das Ideal von Heimat und Herdfeuer, das setzt ja voraus, dass man auch so ein bisschen ortsfest ist. Und ja, also ich würde schon sagen, das sind eben auch die Stützen der Gemeinschaft, die für Zusammenhalt sorgen und eben für den Anstand wahren, aber eben auch ja ein angenehmes Heim bieten. Und klar, also Eheschließungen sind sicher ein wichtiger Punkt. Auch Armenspeisungen fallen darunter zum Beispiel. Also Travia-Priester stehen auch oft Waisenheimen vor oder eben ja, also Einrichtungen, wo elternlose Kinder unterkommen können. Ist ja auch so, im Travia-Tempel brennt immer ein Feuer und hängt eine Suppe über dem Feuer oder irgendwie sowas ist das doch, oder? Genau, zumindest ideal, denn es ja, gibt immer, genau, jeder findet Aufnahme, jeder ist willkommen und es gibt auch für jeden etwas. Gibt es dann überhaupt noch so Obdachlose in Aventurien? Theoretisch dann nicht mehr, ja. Oder? Es ist ja, ich sag mal, kannst ja in der irdischen Gesellschaft auch fragen, wenn doch überall Hartz IV gezahlt wird, warum Leute unter der Brücke begeben müssen, ist ja ein Stück weit ähnlich in Aventurien, nicht wahr? Also natürlich nimmt ein Waisenhaus oder ein Tempel alle auf, aber hat dann eben auch Regeln. Und gerade da ist Travia auch Praios sehr viel näher. Ja, und Anstand, hatte David gerade gesagt, ist ein sehr wichtiges Thema. Wie gesagt, die Ehe zu wahren auch ist sehr wichtig. Also ist ja absolut verwerflich, so ein Seitensprung oder Leute, die vielleicht ein freizügiges Leben leben, das ist der Travia-Kirche halt ein Dorn im Auge. Und das trifft ja auch nicht auf jeden zu. Er sagt, möchte ich mir diese Litanei anhören die ganze Zeit, nur damit ich ein warmes Essen habe, oder schlafe ich lieber unter der Brücke und bettel morgen wie ein anderes an? Also deswegen, genauso wie bei uns, würde ich sagen, also im Irdischen. Ja, okay. Dann nach Travia kommt der fünfte Mond. Das ist dann der November mit unserem verglichen. Und zwar der Gott des Totenreiches, der Totengott Boron. Wir haben ja schon gesagt, er ist für die Toten verantwortlich. Also, wer ist Boron? Ja, Boron ist, genau wie du gesagt hast, der Totengott im zwölfgöttlichen Pantheon und für die Aventurier auch jemand, den man nicht leichtfertig einlädt oder anbetet. Und gleichzeitig ist er natürlich überall präsent im Leben der Menschen, wo ja der Tod schnell mal hinter jeder Ecke lauern kann in Aventurien. Nicht nur für reisende Abenteurer. Boron ist auch der Gott des Schlafes, also der Gott der Ruhe, der Erholung und auch des Vergessens im positiven Sinne. Also Boron, sagt man, schenkt auch Vergessen eben von schlimmen Erinnerungen, von schweren Erfahrungen, gnädiges Vergessen. Er geleitet, sorgt dafür, dass die Seelen sicher ins
über das Nirgendmeer ins Totenreich gelangen und dann eben dort auch von Borons Hallen Eingang finden, die verschiedenen Paradiese der 12 Götter, je nachdem welchem der 12 Götter die Lebenden zu Lebzeiten am nächsten waren. Und die Priester Borons, zumindest im nördlichen Teil Aventurins, zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eben sehr zurückhaltend auftreten, schweigsam sind, ruhig, bedächtig. In Südaventurin sieht es ein bisschen anders aus, weil, das hatten wir am Anfang schon kurz erwähnt, in Südaventurin, vor allem im Imperium von Alanfa und auch in einigen ja, benachbarten und verbündeten Stadtstaaten, Boron im Grunde als der ja, wichtigste, der höchste der Götter angesehen wird. Und man sagt, Boron verdient dementsprechend auch die höchste Verehrung. Dort sind auch die Tempel Borons besonders prächtig geschmückt und mit reichen Opfergaben versehen. Die Priester dort sind eben keineswegs unauffällig und zurückhaltend, sondern schmücken auch ihre hauptsächlich schwarzen Roben mit Gold und mit Schmuck und nehmen eben auch Einfluss in politische Dinge sehr stark, wie es die Praios-Priester vielleicht sonst am ehesten im Norden und im Mittelreich tun. Und was ansonsten noch auch Boron zugeschrieben wird, ist das Thema Prophezeiung, also auch so ein vielleicht leicht durch Nebel verhangener, aber doch möglicher Blick in die Zukunft. Vorhersagen, auch Träume werden Boron zugeschrieben und eben die Vermittlung von prophetischen Bildern in Träumen. Raphael, magst genau. du noch was erklären? Ja, ich würde, du hast es vorhin schon angesprochen, tatsächlich noch ergänzen, dass es eine Besonderheit in der Kirche eben gibt, weil es gibt tatsächlich ja zwei Boron-Kirchen, also eine Kirche zwar, aber es gibt den sogenannten Punina-Ritus, das sind eher die eben in also Punin liegt auch schon in Südaventurien, aber die in dem nördlicheren Teil Aventuriens daheim sind, und den Alanfana-Ritus für den wirklich südlichen Teil, und die haben auch beide jeweils einen Hochgeweihten, die sich mittlerweile, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr austauschen und mal so stückweise annähern zumindest, aber die haben genau diesen Unterschied, dass der Punina-Ritus eher sagt, ja, Boron ist einer der 12 Götter für den Tod zuständig und der Götterfürst ist Praios, und der Alanfana-Ritus eben eher sagt, Boron ist der Fürst der Götter, und so verhält man sich dann eben auch. Man ist dort eben der Diener des oder die Dienerin des Götterfürsten und tritt dann deutlich anders auf, und es gibt, glaube ich, in Rashdul, ich meine, eine Stadt Aventuriens gibt es, wo es beide Tempel gibt. Ansonsten hat man eigentlich eine relativ klare Zuordnung. Alles, was so nördlich von Punin ist, ist Puninaritus. Vielleicht noch ein paar Abstriche im Horasreich, der ganz ein bisschen nach Süden geht, ist auch halt Puninaritus. Und Al-Anfa und Teile der Tulamidenlande sind eben Alanfana-Ritus, ja. Man kann ja sagen, im Alanfana-Ritus, da gibt es auch jedes Jahr den sogenannten Flug der Zehen. Dort opfern sich 10 Menschen selbst freiwillig oder unfreiwillig, das weiß ich nicht. Wisst ihr darüber mehr? Also, ja, das ist mit der Freiwilligkeit ist das in der Anfang sowieso immer so eine Sache. Aber es ist tatsächlich so, dass es gibt den Tag des großen Schlafes. Das ist der ja, höchste Feiertag im Grunde in Al-Anfa, also ein Feiertag zu Ehren Borons. Und es gilt im Grunde als eine besondere Ehre auch, also ausgewählt zu sein für diesen Flug der Zehen oder sich ja dafür freiwillig zu melden. Und es soll auch schon vorgekommen sein, dass jene, die gesprungen sind, eben den Sprung überlebt haben, wenn Boron der Meinung war, sie sollen noch bleiben, wo sie sind, auf Aventurien. Es ist aber eben was tatsächlich also in dem Punina-Kult sehr auch als kritisch gesehen wird, wo man eben sagt, das ist ein Zeichen der Alanfanischen Irrlehrer, dass man dort solche Dinge veranstaltet. Aber wieder, um nochmal auf diesen Eingangsteil zurückzukommen, wo sieht man Wirken der Götter, das ist auch, geht darauf zurück eben, ich weiß nicht, auch ein paar hundert Jahre her, dass es eben ein großes Boron-Wunder gab, oder was man Boron zugeschrieben hat, in Al-Anfa, als dort nämlich wirklich, ich meine, Al-Anfa ist auch heute eine stolze und schöne Stadt. Ich mag sie auch sehr gerne als im Norden dort, aber es war nochmal deutlich schlimmer, und man hat es wirklich ja auch mit den Dämonen näher gewesen, und dann hat tatsächlich Boron eingegriffen. So ist der Glaube, dass er quasi eine Pest gesendet hat. Ich glaube, die Vögel, die Raben, die dort gelandet sind, haben sie übertragen, und ein Großteil der Bevölkerung ist verstorben, und daraufhin hat man halt im einfach auch gesagt, oh, das war jetzt so der Schuss von Bug. Wir müssen unser Leben deutlich ändern und wir müssen Boron respektieren, und dieser deutliche Eingriff wird Boron zugeschrieben und ist sicherlich auch der Grund, warum in Al-Anfa der Boron, glaube ich, so ausgeprägt ist. Man möchte verhindern, dass so etwas nochmal vorkommt. Man muss sagen, Boron, wir haben gelernt, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir haben dich verstanden. Ah, okay.
damit hast du es auch schon gesagt, das heilige Tier ist der Rabe. Oder ist es dann, ich glaube, das ist ja dann der Golgari, um genau zu sein, der Seelenrabe. Ja, das heilige Tier ist schon der Rabe, genau. Das ist, die Tiere sind erstmal allgemein, ja. Ja, es gibt im Boron-Kult sind die Raben sehr präsent. Also man nennt tatsächlich auch Boron manchmal den göttlichen Raben, während man jetzt Effert seltener mal den göttlichen Delfin nennt. Das ist da nicht so üblich. Und es gibt unter den Alvaranianen Borons, also den direkten göttlichen Dienern, gibt es eben Golgari als den Seelenraben, und es gibt auch dann Bestariel, der die Träume bringt, der auch häufig in Rabenform dargestellt wird. Und dann gibt es noch den Gegenspieler, den Knochen, wobei das führt, ja, ich glaube, das führt jetzt schon wieder, führt vielleicht ein bisschen weit weg. Aber auf jeden Fall spielt der Rabe auch gegenständlich eine sehr wichtige Rolle. Also der Rabe heißt Nirraven, um ihn zumindest jetzt erwähnt zu haben, und die sollen mal Brüder gewesen sein, soweit ich das. Genau. Aber er fiel dann den Niederhellen anheim. Geht weit zurück, und genau, wenn man ein bisschen in die dunklen Zeiten zurückschaut, da war dann, ja, war die, ja, genau. Und noch weiter zurück, dann ist das eine sehr wechselhafte Geschichte und ist vielleicht auch mal Thema für eine unserer Historienfolgen. Ja gut, da wissen wir jetzt schon einiges. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Göttin des Wissens, Hesinde. Wer ist Hesinde? Ja, du hast es ja gesagt, die Göttin des Wissens, der man auch das Thema Magie eben zuschreibt, mit dem Symbol, mit dem heiligen Tier der Schlange. Und ja, Hesinde wird sehr stark verehrt, beispielsweise im Horasreich, wo man ja auch sehr auf Fortschritt geprägt ist. Neugier ist sicherlich auch eine der Charaktereigenschaften von Hesinde-Priesterinnen und Hesinde-Priestern, und ja, Wissen zu sammeln einfach. Ne? Also da gibt es auch interessante Strömungen. Die einen sagen, man muss das Wissen sammeln und gucken, wofür sind die Menschen schon bereit, dass man es weitergibt, und andere, die sagen, alles Wissen muss allen zur Verfügung stehen, damit jeder selbst entscheiden kann. Aber genau, die Hesinde-Kirche ist dadurch natürlich manchmal auch ein Stück weit am Rand, sage ich mal, also nicht die Kirche selber, aber einige Leute, ne, wenn man sagt, das Wissen sammeln geht über alles, dann kann man auch schon mal skrupellos werden oder in Dämonenbüchern nachschauen, weil es ja Wissen ist, was vielleicht wichtig sein könnte. Also das ist schon, manchmal kommt man an Randgebiete herein, aber die Hesinde Geweihten gehören sicherlich auch zu den häufigsten Spielerhelden, würde ich mal behaupten. Sie können ja auch mit ihren Wissensmöglichkeiten vergleichbar wie Hellsichtmagie agieren und Dinge einfach besser erkennen. Und ja, sind auch häufige Auftraggeber natürlich. Besonderheit in der Sinnekirche ist tatsächlich, dass die Priester schreiben ein sogenanntes Buch der Schlange, in dem sie ihre ganzen Erlebnisse aufschreiben, und ich weiß nicht, ob es alle sind, aber die meisten Bücher der Schlange werden am Ende des Tages nach Kuslik gebracht, wo der höchste Tempel der Kirche ist und wo also eigentlich ein unfassbares Archiv lauert, das aber nicht sinnvoll, logischerweise, wie auch so strukturiert ist, dass man Informationen daraus abziehen könnte. Also ist immer ein spannender Abenteueraufhänger, nach Kuslik zu gehen, weil da lagert jede Menge Wissen, ohne dass man es strukturiert abrufen kann. Hesinde ist auch die Schutzherrin oder die Göttin der Kunst, wobei das in vielen Abenteuern ist meine Erfahrung keine so ganz riesigen große Rolle spielt, aber sie ist eben auch, ja, also im Horasreich zum Beispiel, wo es überhaupt Kunst und Kultur nochmal in einem ausgeprägteren, in einer ausgeprägteren Form gibt, weil die Menschen einfach nicht nur damit beschäftigt sind, das tägliche Überleben sicherzustellen. Da wird sie auch in der Hinsicht verehrt, eben als Schutzherrin der Künste. Also man kann sagen, wenn es irgendwo eine Bibliothek gibt, dann im Hesinde-Tempel. Immer ein guter Ort, um nachzufragen zumindest, genau, ja. Okay. Hesinde ist auch der, jetzt habe ich den Monat vergessen. Dezember. Der nächste. Danke, Dezember. Entspräche dem 1. Dezember, genau. Die Geweihten haben auch immer so grün, grün-gelblich, so. Man erkennt sie am Grün. Okay. Nach Hesinde. Wen haben wir denn jetzt? Im Dezember wird es kalt. Genau, im Januar ist es noch kälter. Und dann kommt Firun. Wer ist Firun? Ja, zu Firun kann man gar nicht so viel sagen. Er ist sicherlich wiederum
das Gegenstück zu Peraine, einer der Götter mit den wenigsten Leuten, die ihn anbeten. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, viele Spieler, die auf Firun Geweihte spielen, aber Firun ist so der harte Kerl unter den Göttern, wenn man es mal so sagen will. Er ist eben der Gott für Eis, Schnee, für die Jagd. Aber auch hier eher so ein Stück weit Richtung Ronda, also eher für die ehrenhafte Jagd steht Firun da auch zu. Also wirklich diese Pirsch, wo man das Wild am besten den ganzen Tag lang verfolgt und am Ende dann mit einem gezielten Bogenschuss erlegt, das ist dem Herrn Firun besonders gefällig. Und irgendwelche großen Fallen mit Lockmitteln und sowas, das ist eher nicht so das Richtige. Ja. Er ist der typische Einzelgänger, ehrlicherweise. Firuns Devise ist, spitz gesagt, nur die Harten kommen in den Garten. Also entweder du schaffst es oder du bist es nicht wert. Das macht es eben auch schwierig, logischerweise, wenn man DSA nicht im Solo-Abenteuer erleben will, sondern in der Gruppe spielen möchte, dann darf man auch nicht zu konsequente Firun-Geweihte dabei haben, weil so richtig gruppentauglich sind sie am Ende des Tages dann nicht. Oder es ist zumindest, es kann eine rollenspielische Herausforderung sein, wenn man sagt, lass doch mal hier die Spielerin der Gauklerin, die Gauklerin soll hier zurückbleiben, sie belastet uns nur und schaffen wir es nie. Ist sicherlich in der Denkweise von Firun Geweihten, aber ist ja nicht immer das Gruppentauglichste. Es gibt gar nicht so viele von denen, logischerweise, denn ausgeprägt verehrt wird ja auch eigentlich nur da, wo die Leute so ein Konzept wie Schnee kennen. Ja? Und klar gibt es aber im Firun-Tempel auch in Al-Anfa und dann nominell fragt man den Geweihten, ob er die nächste Jagd auf den Tiger vielleicht begleiten kann, aber das ist dann doch schon was anderes. Und die anafanische Firun-Geweihten sehen es, glaube ich, auch nicht so eng mit dem ehrenhaften Jagen, wie es eher im Norden der Fall ist. Also deswegen, es gibt nur eine Handvoll Geweihte, sind auch sehr wenig organisiert, man hat nicht so eine klare Struktur. Oftmals ist der Tempel monatelang verlassen, weil der Firun-Geweihte selbst gerade auf Jagd oder wo auch immer ist. Und ja, mehr eine Gruppe von Individuen. Aber nichtsdestotrotz sicherlich auch ein sehr wichtiger und mächtiger Gott, denn Eis und Schnee können schon ganz schön viel kaputt machen, wenn es sein muss. Mhm. Und was ist dann das heilige Tier von Firun? Das heilige Tier ist der Eisbär. Und übrigens, meine Empfehlung für Leute, die das Konzept von Eis und Schnee cool finden und gerne auch Priester spielen würden, ich finde es sehr hilfreich, dann ein bisschen auf die Halbgötter abbiegen, Firuns Tochter, wie sie allgemein genannt wird, Ifirin zu nehmen, denn es ist die milde Tochter, die das Herz ihres Vaters bisweilen erweichen kann. Und die steht tatsächlich für Hilfsbereitschaft, ist trotzdem eine gute Jägerin und hat auch Schnee und Eis als Aspekte. Also das ist so ein bisschen die gruppentaugliche Version von Firun als Ifirin, die eben aber in dem Zwölfgötterkanon als Halbgöttin und Tochter Firuns anerkannt wird. Mhm. Okay, du hast es gesagt, die Firun-Geweihten sind öfter unterwegs. Dann gibt es ja noch einen anderen Gott, dessen Geweihte auch immer unterwegs ist, oder? Die Zar-Geweihten? Ja, vielleicht aus anderen Gründen. Ne? Also die Firun-Geweihten sind ja häufig, ne, also auf der Pirsch, wirklich auf der Jagd, oder suchen die Herausforderung. Bei den Zar-Geweihten ist die Motivation ein Stück weit eine andere. Denen geht es vor allem darum, immer was Neues zu sehen, was Neues zu erleben, wohin zu kommen, wo sie noch nicht waren. Das ist so dieses, diese Vorstellung der Grenzenlosigkeit und des stetigen Wandels. Also genau wie sie die Priester-Zars erfüllt, auch der Göttin selbst zugeschrieben wird, weil man eben sagt, Zar ist auch die Göttin einerseits des Kreislaufes, aber eben auch die Göttin der stetigen Erneuerung und Veränderung. Sie steht auch für Fruchtbarkeit und für Geburt. Also ja, Aventuria mit Kinderwunsch wenden sich an Zar oder der Bauer, dessen Kuh nicht kalben mag, der wird sicher zur Peraine beten, aber dann möchte ich auch Zar um Hilfe bitten. Und also die zwölf Götter bilden ja einen Pantheon und auch eine Einheit, aber man sieht auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel die Aspekte Firuns neben die Aspekte von Zar stellt, wie groß die Bandbreite eigentlich ist im zwölfgöttlichen Pantheon, was eben teilweise auch dazu führt, dass da Ideale vertreten werden, die eigentlich entgegengesetzt sind. Oder eben man annehmen kann, dass eben der typische Firun-Geweihte und die typische Zar-Geweihte wahrscheinlich nicht ganz so viele gemeinsame Gesprächsthemen finden werden, wo sie einer Meinung sind. Außer, dass sie eben alle die Herrschaft der zwölf Götter anerkennen. Mhm. Ja, die Zar-Kirche hat demzufolge auch überhaupt keine Hierarchie. Es ist die einzige Kirche, wo es keinen
keinen obersten Priester gibt, also selbst die Firunkirche kennt ja den weißen Mann, den obersten, oder die weiße Frau, weiße Mann ist aber in der Regel, den obersten Priester, die Zarkirche hat keinen, da sie keine Hierarchien kennt, keine oberen, obersten, wichtigeren. Okay. Dann hat Zar ein heiliges Tier? Die Eidechse. Ah. Und die Geweihten erkennen wir doch auch immer dran, dass die sehr bunt gekleidet sind, wenn ich das richtig hier in Erinnerung habe. Mit Bändern und allem Möglichen. Mhm. Und so auffällig wie Zar und die Zargeweihten sind, so unauffällig sind die Priester des nächsten Gottes, Fex. Wer ist Fex? Ach ja, das ist schwierig zu beantworten. Also Fex ist sicherlich ohne Zweifel ein Gott, der für die Heimlichkeit oder auch ein Stück für die Nacht oder so etwas steht. Ja. Manche sagen, Fex ist der Gott der Diebe, das wäre ein bisschen arg platt an der Stelle, aber ja, Fex ist jemand, der sagt, es gibt diesen rhetorischen Spruch, hilfst du dir selbst, dann hilft dir Fex. Also nimm es in die Hand und mach es selber, dann bist du auf Hexen Spuren. Und ja, dazu gehört natürlich auch das ein Diebstahl oder ähnliches, was Fex sehr gefällig ist, aber auch hier wichtig, da geht es bei Fex auch um die Herausforderung. Also da ist ein Stück weit Firun vielleicht nah, also, ne, also so der alten Oma die Tasche klauen ist jetzt nichts, worauf Fex sicherlich stolz wäre, aber bei einem reichen Mann in ein gut gesichertes Haus einzudringen, vielleicht was Kleines sogar nur zu entwenden und dann auch unauffällig wieder rauszukommen, das ist natürlich schon ein Fexensstück, was dem Gott sehr wohlgefällig ist. Er steht aber auch für Handel generell. Also Handelsabschlüsse werden im Namen Fexens gemacht und auch eine gute, ja, gutes Feilschen ist, gehört dazu, dass man einen möglichst guten Abschluss erreicht. In den Ptolemidenlanden hat Fex noch ein bisschen anderen Stellenwert, weil er da auch teilweise die Magie zugeordnet bekommen hat. Da also den Hesindelpart eher einnimmt. Ja, er ist ein bisschen der Allrounder unter den Göttern vielleicht. Und ja, im ersten kann man das sagen. Überlebenskünstler. Wir hatten ja in der Folge zum vierten Zeitalter, meine ich, da hatten wir ja auch diese besondere Rolle von Fex beim Kampf des Güldenen gegen die anderen Götter, der sich so ein bisschen bis zuletzt alle Chancen offen hält. Und ein Stück weit trifft das auch auf seine Geweihten, auf seine Diener zu, die eben auch so, ja, wahre Überlebenskünstler sind und eben, ja, jeden Schleichweg kennen und, ja, nie um eine List verlegen sind. Mhm. Fex ist auch der Gott des Humors. Also, der, ja, ist auch so dieses Augenzwinkernde, der augenzwinkernde Fuchs eben, der, ja. Mhm. Hier finde ich es noch interessant zu erwähnen, es gibt die Tempel des Fex. Es gibt einmal die offiziell sind und dann gibt es irgendwie inoffizielle Tempel. Könnt ihr mir das mal erklären, was da los ist? Ja, bei Fex ist ja vieles nicht so, wie es ist, nicht so, wie es scheint. Und oftmals sind die in den Tempeln, wo dann auch gehandelt wird, gibt es einen Tempelvorsteher, der oftmals aber gar nicht so eine wichtige Person in der Kirchenhierarchie ist, weil es oft geheime Vorsteher gibt und dann gibt es auch geheime Tempel und wo es dann eben auch eine Aufgabe der Gläubigen ist, dass diesen Tempel überhaupt erst zu finden, damit sie würdig sind. Ne, es ist nicht überall so, weil es gibt natürlich, wenn Handelsverträge in Fexens Namen geschlossen werden, muss auch eine Anlaufstelle sein, die jeder findet. Aber oftmals sind die wahren Drahtzieher der Fexkirche unerkannt und gehen anderen Sachen nach und führen oder teilweise einen geheimen Tempel, in den man sie finden kann. Ja. Ah, okay. Also man muss gut sich das Gassenwissen ist euer Freund, wenn es um Fex geht, sozusagen. Genau. Gut, dann ist der nächste Monat die Perine, die haben wir ja schon. Und dann würde ich jetzt erst einmal die Raja vorziehen. Wer ist denn Raja? Ja, Raja ist eine, ja, die heitere Göttin, sagt man so, ne? Sie steht für die schönen Seiten im Leben, hätte man jetzt fast gesagt. Also natürlich auch für Liebe, für Rausch, für Ekstase, nicht nur, auch für Gesang, Weinanbau oder die Pferde werden auch Raja zugeordnet. Also ist eine sehr lebenslustige Göttin, die weiß, Feste zu feiern. Ihre Anhänger natürlich auch. Ihre Anhänger sind oftmals sehr schön, weil sie auch die Göttin der Schönheit eben ist. Hat demzufolge natürlich auch zahlreiche Verehrer sicherlich, gerät da auch, wir sind wieder bei den Göttern, ähnlich wie Fex und Praios nicht immer einer Meinung sind Raja und Travia nicht immer ganz auf der gleichen Linie. Und Raja wird natürlich
logischerweise mehr in den Gegenden verehrt, wo es, ja, wo man auch Zeit für Müßiggang hat, sage ich mal so. Im Horasreich ist sie sehr stark, in den abgeschiedenen Gegenden des Nordens, wo die Leute täglich quasi um ihr Brot kämpfen, um ihr Leben aufrechtzuerhalten, da wird man nicht viel Zeit für Raya haben. Aber da, wo man eben auch sagen kann, wir können feiern, dann ist Raya sicherlich sehr wichtig. Aber auch dadurch, dass die Pferde natürlich ein wichtiger Punkt der Raya-Kirche sind, gibt es auch in den Gebieten, auch in Weiden, gibt es wichtige Raya-Tempel. Immer dann, wenn man auch eine Pferdezucht hat oder die ganzen Weinanbauregionen, sind natürlich auch sehr Raya zugetan. Und ihr heiliges Tier, demzufolge ist auch die Stute, was dann ja logischerweise passt. Ja. Ich muss ja sagen, gerade so Raya-Geweihte, wenn man die spielt, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Weil vieles da auch sehr irgendwie dann doch sexualisiert wird. Ist es jetzt nur so mein Eindruck von den Raya-Geweihten, den ich gerade als Spieler noch kennengelernt habe, oder? Ja, das ist sicherlich was man überall erlebt, was ja auch in genug Abenteuern vorgelebt wird. Aber es ist eben mitnichten so, dass man, auch wenn ich das auch schon in Runden erlebt habe, dass man sagen kann, so, lass uns mal in einen Raya-Tempel gehen, um hier eine schöne Nacht zu verbringen oder sowas. Das ist, das wird man im Raya-Tempel auch nicht erleben normalerweise. Ne? Also die freundliche Umarmung ist natürlich da gegeben, anders als eine nüchternes Willkommen in anderen Tempeln, aber es ist nicht so, dass die Raya-Geweihten nur darauf warten, dass endlich mal Frischfleisch vorbeikommt, um eine schöne Nacht zu verbringen. So ist es nicht. Deswegen, aber klar, das gibt es, glaube ich, in vielen Runden, wo sowas passiert. Das ist schon richtig. Das ist auch nur diese Gefahr, meine Klischees abzugleiten, genau wie eben nicht jeder Praios-Geweihte der fanatische Eiferer ist und nicht jeder Rontra-Geweihte der todesmutige und opferfreudige. Jeder Gelegenheit sucht sich gleich irgendwie an Rontras Tafel einen Platz durch den Heldentod im Kampf zu verdienen, ist auch die Kirche Rayas vielfältiger, oder man hat auch versucht, glaube ich, in jüngerer Zeit einfach auch das nochmal ein bisschen vielfältiger darzustellen und eben auch den unterschiedlichen Aspekten Raum zu geben, sodass eben auch die Raya-Priesterin, die vielleicht für den Weinbau zuständig ist, eben ganz da ihre Erfüllung findet, oder der nächste ist eben der Pferdezüchter, und dass auch eben die körperliche Liebe zwar ein wichtiger Aspekt ist, aber auch nicht das Einzige, was diese Priesterschaft ausmacht. Ich möchte einfach mal aus dem Wiki Aventuria zitieren hier. In Aventurien ist die Redewendung verbreitet, dass sich zwar viele Götter um das Wohl der Menschen kümmern, aber nur Raya darum, was sie wirklich wollen. Finde ich ganz schön. Okay, dann kommen wir jetzt zum eigentlich wichtigsten Gott überhaupt, Angrosch, der Stammvater aller Zwerge, der Gott des Feuers, der Beständigkeit und des Handwerks. Wer ist Angrosch? Wir wollten ja gar nicht über so Nebengötter sprechen, deswegen, nein. Also, im zwölfgöttlichen Pantheon heißt der gute Mann natürlich Ingerim, aber die Zwerge nennen ihn Angrosch und... Nein, die Menschen nennen Angrosch Ingerim. Ja, genau so ist es. Ich wollte gerade sagen, die Zwerge berufen sich darauf, dass sie schon länger dabei sind und deshalb wissen müssen. Wir haben ja jetzt hier bisher die Perspektive, also aus dem Selim Horas Edikt eingenommen, deswegen bleibe ich mal bei Ingerim. Das ist der Gott des Schmiedewesens und der Handwerkskunst. Als sowas natürlich klar. Die Zwerge sind sein auserwähltes Volk, das ist sicherlich auch klar, weil sie auch die besten Handwerker, besten Schmiede nach wie vor hervorbringen. Aber auch unter den Menschen hat er natürlich einen wichtigen Platz demzufolge erhalten. Er ist so ein bisschen der unauffälligere Gott, würde ich mal sagen. Also, ne, der auch nicht so in der ersten Linie steht wie so ein Praios und eine Rondra. Aber man kommt nicht ohne ihn aus. Ne? Jeder braucht geschmiedete Sachen, dazu die Waffe, das Schwert des Kämpfers, die Werkzeuge und ich meinte die Hufe, genau, des Pferdes, die müssen ja auch beschlagen werden, das Wort fehlte mir gerade. Das sind ja alles Sachen, wofür man dankbar ist, dass Ingerim den Menschen gewissermaßen das Feuer gebracht hat und ihnen auch gezeigt hat, wie man damit umgehen kann und was man für schöne Sachen schaffen kann. Oder den Zwergen. Oder den Orks. Auch bei den Orks gibt es mit Gravesh eine Gottheit, die Orks verehren und die auch der sehr ähnliche Aspekte zugetragen werden, dass man sich fragen kann, ist das nicht vielleicht sogar dieselbe Wesenheit?
Okay, dann Ingerim ist auch der 11. Monat und Raya war der 12. Und jetzt ist dann das Jahr vorbei nach Raya und dann fängt gleich Praios an, oder? Nahezu, denn das aventurische Jahr hat ja auch 365 Tage. Mhm. Hat 365, also es gibt keinen Schaltjahr. Und zwischen den 12 Monaten a 30 Tagen, die haben erfreulicherweise etwas schöneren Kalender als wir, gibt es eben die 5 namenlosen Tage. Und mit dem namenlosen Gott haben wir auch schon einiges gehört in unseren anderen Runden. Ja, das sind Tage, an denen der brave Aventurier vielleicht nicht aus dem Haus geht, in denen er zu Hause bleibt, denn da ist die Macht der Götter schwach und die Macht ihres Widersachers besonders stark und da kommen auch schlechte Eigenschaften bei vielen Leuten durch und man sollte besser nicht reisen, sondern sich einfach daheim vor dem Kamin setzen, die Tage durchhalten und dann froh sein, wenn Praios das neue Jahr wieder eröffnet. Und dieser Glaube der Aventurier geht sogar so weit, dass selbst also Kinder, die in diesen Tagen geboren werden, eben als verflucht oder zumindest unter einem dunklen Stern geboren gelten, dass man eben sagt, ja, besser das Kind wird gerade noch eben am letzten Tag des Raya-Mondes geboren oder eben am ersten Praios, aber bloß nicht in diesen 5 Tagen, weil selten ist etwas Gutes daraus erwachsen, wenn in dieser Zeit ein Kind zur Welt gekommen ist. Also werden viele Kaiserschnitte durchgeführt. Raya und der erste Praios sind zumindest auch sehr häufige Geburtstage. Da darf man sich auch fragen, wie genau die Angabe zu verstehen ist. Ja, sie lag ganz lange in den Wehen. 5 Tage. Okay, dann haben wir jetzt die 12 Götter einmal beleuchtet. Wir werden das nächste Mal dann über die Halbgötter sprechen, würde ich sagen. Und ich fürchte, wir werden dann noch eine extra Folge über die Dämonen machen müssen. Nichtsdestotrotz, bei uns nähert sich das Jahr jetzt zum Ende und bevor ich das nochmal anspreche, haben wir noch irgendetwas über die 12 Götter vergessen, ihr beiden? Glaube nicht. Also, es gibt 1000 Sachen, die man noch erzählen kann, aber wir können ja mal Fragen einsammeln von den Leuten, die hier zuhören. Eine Sache fällt mir noch ein, weil ja doch jeder Geweihte eigentlich seiner Gottheit besonders zugewandt ist, auch wenn er natürlich nicht die Existenz der anderen 11 Götter leugnet. Es gibt noch den Bund des wahren Glaubens. Das sind Götterdiener, die sich quasi in besonderer Weise dieser Gemeinschaft, diesem ganzen 12 göttlichen Pantheon verschrieben haben und zum Teil auch der Verständigung zwischen den Kulten, die also auch bei Streitfällen herbeigerufen werden als Vermittler. Mhm. Sind die denn auch jedem Gott Kamal geweiht oder wie läuft das bei denen? Oder sind die gar nicht geweiht? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Da hast du mich jetzt auch erwischt, kann ich dir nicht sagen. Ich helfe gerne. Ah, du weißt es? Nee, aber ich helfe gerne bei Fragen. So, aber wir dann die kurze Werbepause einblenden und sagen, gucken Sie jetzt in Ihrem aventurisches Götterwirken Ihres Verlag Ihres Vertrauens rein. Da werden Sie die Antwort finden. So, mal gucken, was das Regelwiki sagt. Ah, Regelwiki ist ja natürlich auch nicht schlecht. Ich gucke Bündnerin im des wahren Glaubens. So, guck mal, Bündnerin des wahren Glaubens kriegt. Nee, die hat erstmal Vorteil geweihter Tradition eine 12-Götterkirche. Ah, okay, man sucht sich praktisch eins aus einfach. Ja, genau, sind eben Geweihte eines Kultes, die irgendwann diese Stufe der Weitsicht erlangen, dass sie eben ja über ihren eigenen Kult hinaus sich verpflichten. Das ist, glaube ich, auch also organisiert als Orden, also ein Orden, dem man quasi beitritt aus eigenem Entschluss. Mhm. Ja, okay. Dann, worauf ich hinaus wollte, es ist Ende des Jahres, wir haben jetzt November, im Dezember werden wir es aller Voraussicht nach nicht schaffen. Wie ihr das ja auch immer wisst, im Dezember ist immer viel los. Und das heißt, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon zu früh ist, aber wir wünschen euch alle frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und Fragen, Wünsche, Anregungen könnt ihr uns natürlich auf irgendeinem der bekannten Wege uns zukommen lassen. Und mal schauen, wir können sicherlich die eine oder andere Frage auch nochmal zwischendurch beantworten. Aber hören tun wir uns dann im Jahr 2022. Die beiden nicken. David, genau. Wolltest du noch was sagen? Ja, ich kann auch nur alle guten Wünsche weitergeben für den Jahresabschluss und einen guten Übergang. Kommt gut durch die namenlosen Tage und hinein in das neue Jahr. Genau, und vielen Dank an alle, die uns so gut zuhören. Ich bin ja auf dem
Online Redcon dieses Jahr, UOC heißt da genau genommen, ja auch zum ersten Mal Feedback bekommen von Leuten, die hier das mithören. Also deshalb freut mich zumindest, dass euch das inspiriert und wünsche euch alles Gute. Echt? Das hast du mir gar nicht erzählt. Das musst du doch mit uns teilen. Ja, ich dachte, da hätten wir drüber gesprochen. Das machen wir gleich, wenn hier nicht mehr zuhören, die anderen. Okay. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und nun sind die Runen geschmiedet.